Setzt euch ans Feuer. So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Hearthstone. Ich weiß nicht, ob ihr darauf überhaupt noch Bock habt, aber ich habe gerade irgendwie Bock drauf. Das mit dem Ranked erkläre ich euch gleich im Game, wie das jetzt abläuft. Das habe ich auch erst kapiert. Und wir spielen heute mal, sollen wir mit einem alten Deck spielen oder sollen wir mal mit einem neuen spielen? Ach komm, spielen wir mal mit dem Krieger. Und zwar läuft es mit den Ranked so ab. Ihr habt... Okay, den Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht. Ihr habt auf jeden Fall einen Zeitpunkt, wo ihr euch erspielen könnt. Wie hoch ihr also kommt. Und dann für die jeweiligen Ränge bekommt ihr Sterne. Umso mehr Sterne ihr habt, umso höher werdet ihr auch dann gleich in der nächsten Saison wieder eingesetzt. Das heißt, ich werde jetzt nicht wieder bei 25 landen, sondern lande jetzt zum Beispiel bei 23. Ich habe mich nicht besonders angestrengt dafür, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich dann noch besser werden. Aber wir probieren natürlich das Beste. Boah, und heute ist echt so ein richtig abartig heißer Tag, Mann. Wir haben Frühling und es ist echt krass. Das ist echt krass. Und ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt gerade eigentlich wieder 30 Frames habe. Aber bei dem Spiel soll es uns nicht aufhalten. Ihr seht rechts wieder die Deckliste, falls ihr... Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die natürlich unter das Video schreiben. Insofern, dass ihr darauf auch Bock habt. Jo, wir lassen es mal so. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwas reißen. Ja, hol dein Totem, das ist mir ziemlich Latte, das ist eh ein scheiß Totem. Und er greift noch nicht mal mit dem Gnomi an. Schön für mich. Komm, mach weiter. Sei kein Arschloch und mach weiter. Toll, der Sechster bringt uns jetzt echt wenig. Ich würde fast sagen, dass wir... Grüße. ...das raushauen. Wir werden schon mal sein Totem kaputt machen. Jetzt wird er wahrscheinlich meinen Gnom zerstören, würde ich auch in seinem Fall machen, aber dann ist wenigstens meine Elfe noch am Leben. Ich sollte möglicherweise auf dem Feld bleiben. So gut wie es geht. Und wie schon gesagt, ich bin zurzeit noch am gucken wegen meinem Headset, weil es mir noch ein bisschen zu leise ist. Und muss halt gucken, wie ich das noch perfekt hinbekomme. Oh gut, dass ich ihn jetzt spiele und nicht später, wenn ich meine Waffe hätte. Ja komm, hätte mich auch gewundert, wenn das nicht gemacht hätte. So, und da ist mein Plan ein bisschen daneben gegangen. Au, das ist in Ordnung. Du kannst nichts mehr spielen, du hast kein Mana mehr. Boah, ich fühle mich echt wie im Hochsommer. Na, er hat doch noch Karten. Hat sich die Karte geändert? Wir warten eine Runde ab. Oder vielleicht mehr. Aber ich will einfach nicht sinnlos rausspielen. Die Blutelfen-Klerikerin oder Klerikerin würde uns nicht viel bringen, weil wir nichts zum Verstärken hätten. Und die, wie heißt denn die Amazonenführerin oder wie die Dings heißt, Kriegshymnenanführerin würde nichts bringen, weil wir nichts spielen könnten, was dann den Ansturm ausnutzen könnte. Was uns jetzt eventuell was bringt, ist das da. Ist nicht ganz einfach. Ja, so werde ich es machen. Habe ich halt 3 Schaden kassiert. Es ist egal. Mit seinem Totem kann er wenig anstellen. Ja.
Und zurzeit läuft immer noch Terraria auf Smacks Kanal. Habe ich euch ja gesagt, da ich meinen Computer neu gemacht habe und mein ganzes Terraria weg war und wegen Festplatte und Headset und ach, da war so viel. Von daher müsst ihr leider darauf ein bisschen gucken, dass ihr vielleicht die Folgen bei Smaxi guckt. Bei mir geht's dann natürlich auch bald weiter. So ist es nicht. Ich lasse euch da schon nicht allein. So. Dann holen wir uns unsere Schildkröte. Die kann er schon mal nicht gleich zerstören. Dadurch, dass er mein Ding in Frosch verwandelt hat. War schon ein kleiner Vorteil von mir. Und vielleicht kommen auch in nächster Zeit ein paar mehr LOL-Games. Ah, na, dann natürlich noch ein Frosch. Wieso auch nicht? Mag sowas gar nicht. Wenn man so mit mir umgeht. Der haut aber jetzt auch gerade sinnlos seine Karten aus. Was machen wir da? Was machen wir da? Ja, wir könnten es eigentlich so machen. Mal gucken, was er jetzt macht. Weil ich glaube, der hat ein bisschen zu früh seine Karten rausgeschmissen. Ja, komm, trau dich. Trau dich, trau dich, trau dich. Ich frage mich, ob... Wow, sei ernst. Bringt jetzt echt viel. Nur mal so zur Info. Sein Ernst? Wow. Kann sie zwei Schaden? Heftig. Heftig. Wie der unterwegs ist. Mal gucken, ob wir es dann mal bald beenden können. Das ist schön. Dann machen wir das so. Das machen wir so. Dann hauen wir die Blutelfen-Klerikerin raus. Und dann noch ein kleines bisschen schilden. Ich habe das Kriegerdeck eigentlich echt mal aus Langeweile gemacht, weil ich eine Quest, glaube ich, noch habe mit Krieger. Ich habe zwei 60er-Quests und eine 100er-Quest. Ist voll abnormal. Ja, hol deine Totems. Also wenn du jetzt nichts machen kannst, bist du tot. Ein Alarmobot. Oh. Falsch gespielt. Als Schamane brauchst du die Board Control. Sind vier sofort. So, dann machen wir natürlich erstmal den kaputt. Den kaputt. Den kaputt und den direkt. Also wäre es noch ein Wunder, wenn das jetzt noch kippen kann. Ich spiele echt mal kein Rush-Deck, Mann, das verwundert mich. Fühlt sich komisch an. Zwei Spottis. Oh, die haben da Animation reingebracht. Cool. Ich habe echt schon lange nicht mehr gespielt.
Okay, damit hat er drei Spottis, aber das juckt mich nicht. Das juckt mich wenig. Einmal du, einmal du. Dann kannst du da drauf gehen. Du da drauf gehen. Wir gehen mal auf Nummer sicher lieber. Ich will nicht, dass der noch sein Blutrausch oder sowas rauskriegt. Ich kenne die Karte gut genug. What the fuck? Okay, er klappt, hat aufgegeben. Bin mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war's. Oh, das Deck gefällt mir. Und gleichen Rang aufgestiegen. Rang 22. Und noch ein Level Up bei meinem Krieger. Was aufsetzen? Pegasus? Eine besondere Belohnung verdient. Lockt euch bei World of Warcraft ein, um ihn zu erhalten. Nö. Ich spiele leider keinen World of Warcraft. Ich hab's mal gespielt. Von daher tut's mir leid, Blizzard. Auch mit diesem Trick bekommst du mich nicht. Mein Krieger. Siege 1 von 500. Bei denen steht noch gar nichts dran. Cool, dass es jetzt dran steht. Also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon fürs Zugucken. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt, der Race to Legendary. Haut rein, tschüss.